Guten Tag, mein Name ist Mario Pitsch und ich möchte heute den Fiddler Manager kurz vorstellen. Fiddler Manager selber kann unter Tools Fiddler Manager direkt aufgerufen werden oder mit einem Klick hier als globaler Button zur Verfügung gestellt. Dann ruft man den ganzen auf. Das heißt, ich habe dann hier eine entsprechende Anzeige. Was kann ich dann sehen? Zum einen kann ich einmal sehen, auswählen, was er anzeigen soll. Ich habe Filter drin gehabt. Titler oder Tags. Ja, das heißt, da habe ich sämtliche Tags dann praktisch, die es in diesem Wiki gibt oder eben die ganzen Titler, die es hier gibt. Ja, dann kann ich suchen, zum Beispiel nach Action. Ja, das heißt, überall, wo in dem Titler auch im Text Action vorkommt, kann ich dann das Ganze ein bisschen eingrenzen. Okay. Oder eben dann nach den einzelnen Tags, das heißt der About Tag, das heißt sämtliche Titler, die mit About getaggt sind, in dem Fall 6, wenn man da im Inhaltsverzeichnis nachschaut und About 246 sieht man das gleiche. Das heißt, das Inhaltsverzeichnis ist auch über Tags praktisch aufgebaut. Ja, dann habe ich noch verschiedene Sortiermöglichkeiten zum Titel, Modifier, Modified und so weiter. Das werden wir dann nachher noch einmal genauer sehen. Ja. Okay, dann klicken wir mal einen an. Das heißt, Acknowledgements ist eben ein Titler. Das heißt, als erstes kann man hier die entsprechenden Felder sehen. Das heißt, der Textfeld, da auch gerendert dargestellt. Ja. Das heißt, wenn ich den jetzt aufmache, so wird er auch als Titler selber dargestellt. Das ist praktisch die Vorschau. Der Rohtext ist dann, was man im Edit-Modus sieht. Ja, das heißt eben der Standardtext, wie der Text dort wirklich aufgebaut wird. Dann gibt es noch die verschiedenen Felder. Wie gesagt, gibt es einige, die vom System verwaltet werden, wie zum Beispiel eben Created und Modified. Dann hier kann man eben schon sehen, das About, also das Textfeld, der Titel und der Titlertyp. Da gibt es auch andere, zum Beispiel eben für Image, für Bilder. Okay, auf der rechten Seite haben wir dann die Tags, wo man dann auch Tags, neue Tags auswählen kann oder auch neue Tags erstellen kann. Ich sage hier einfach mal neu. Okay. Und dann wird dieser Tag praktisch automatisch hier angefügt. Wenn man den aufmacht, kann man sehen, hier ist auch neue Tag dann zu sehen. Was gibt es noch? Wir haben hier dann Farbeinstellung. Ja. Tags selber haben ja die Möglichkeit, dass man dann eine Farbe einstellt. Da habe ich dann halt dann praktisch die Farbauswahl. Ja, dann einen Titler eine entsprechende Farbe zuweisen. Dann hat man noch verschiedene Icons. Ja, in dem Fall sind es nicht sehr viele, sind nur die Flaggen, was kann ich sagen, Include. Das sind praktisch alle Icons, die zur Verfügung stehen. Ja. Diese Icons sind SVGs, also können dann praktisch erstellt und auch importiert werden. Gut, das sind die verschiedenen Elemente, die es gibt. Wozu wird der Titler Manager entwickelt, um relativ schnell neue Tags praktisch bearbeiten zu können? Das heißt, wenn ich jetzt fange jetzt unten an, ja, werden wir dann gleich sehen, warum, kann ich hier sagen, okay, neu. Ja. Das heißt, die Titel oder die Tags, die man vorher verwendet hat, die merkt er sich. Das heißt, man kann dann sehr schnell praktisch neue Tags zu anderen Titlern hinzufügen. Ja. Und wenn man das Ganze eben von unten weg macht, dann sieht man, dann braucht man mit der Maus nicht sehr weit hin und her. Ja, wenn ich oben anfange, dann muss ich da mit der Maus immer entsprechend scrollen. Ja. Deshalb empfiehlt es sich bei solchen Listen, jetzt hin, bei solchen Listen praktisch dann von unten anzufangen. Ja, zu den Feldern. Das heißt, ich mache mir jetzt noch einmal so den Acknowledge-Titel auf. Diese Felderinformation kann man auch hier sehen unter dem More-Info. Ja. Da sehe ich auch, da habe ich verschiedene zusätzliche Informationen über den Titler. Da sieht man jetzt Fields. Ja. Ich habe da das Color Field entsprechend verändert. Das wird hier auch angezeigt. Ja. Und wenn ich jetzt unter Acknowledgement einen neuen Titler machen würde, oder hier,
dann ist der automatisch mit Acknowledgements getaggt und wie man sieht, hat der diese Farbe. Ja, das heißt, wenn ich jetzt diesen neuen Titler aufmache, dann ist dieser Tag ist jetzt entsprechend dieses Grün von Acknowledgements. Ja. Was kann man noch sehen unter Info? Info. Ja. Created und Modified, das ist die Zeitangabe in UTC-Time, also europäische Standardzeit. Dieser Titel wurde 2014 erstellt, dann im Jänner, 29. Jänner, um 4.11 Uhr und 41, 12 Sekunden und 515 Millisekunden. Ja. Diese Zeit wird beim Titler selber als UTC-Time, wie gesagt, gespeichert, angezeigt, wird sie aber dann richtig. Ja, das wird dann entsprechend umgerechnet. Ja, in dem Fall, das ist die Modified-Zeit. Ja, was kann man da noch sehen? Schnelle. Ja, das war es eigentlich. Open Edit, das heißt, ich habe dann eben die Möglichkeit, hier schnell öffnen bzw. zu editieren. Titler Manager gibt es noch auch verschiedene Plugins, wo man dann das Ganze dann auch so ein Batch Processing machen kann. Allerdings muss man da vorher auf jeden Fall Backups machen, weil man sich natürlich dann oder weil man da auch die Möglichkeit hat, sich das Wiki selber zu zerschießen. Ja. Das heißt, wenn man solche Sachen im Batch Processing Modus macht, auf jeden Fall vorher Backups machen. Ja, das war's zum Tag Manager, der unter Tools, Titler Manager praktisch aktiviert werden kann. Ja, mein Name ist Mario Pitsch und viel Spaß. Auf Wiedersehen.